einfach aus der Ecke von hinten, aus der kompletten Bedeckung, kommt dann sein Kollege und erzählt dir irgendwas von Eddie Hall und Kreuzheben. Ja, aber das ist halt. Ja, aber er macht ja auch. Ja. Also ich mach Kreuzheben gar nicht mehr, weil ich muss, also ich. Untere Rücken brauche ich nicht. Also der ist, brauche ich nicht, brauche keinen. Einfach, Flair braucht keinen unteren Rücken. Er braucht ihn einfach nicht. Braucht da kein Fleisch auf dem unteren Rücken. Ja, aber für den unteren Rücken, also wir sagen ja auch die ganzen Bodybuilder, die müssen kein schweres Kreuzheben machen. Nee, gar aber die nicht. Müssen, wenn du dir auch Testo extern zufügst, brauchst du auch nicht die Übungen, die so krassen Testo-Ausstoß geben wie Kreuzheben. Oder reicht, ich schwör's dir, noch ein Satz und ich mach dich scheiße aus. Ich schwör's dir, Bulle, Bruder, mit deinem Hardrock-Kaffee, T-Shirt und Käppi, Alter. Was labert der da? Was labert der da? Bitte. Bulle, Kurva, was ist los mit dir, Alter? Warte. Kreuzheben. Nochmal. Testo extern zu. Was? Sagen ja auch die ganzen Bodybuilder, die müssen kein schweres Kreuzheben machen. Nee, gar aber die nicht. Müssen, wenn du dir auch Testo extern zufügst, brauchst du auch nicht die Übungen, die so krassen Testo-Ausstoß geben wie. Warte mal. Wir haben hier einen Kollegen, der hat mir gerade die Memo geschickt. Der guckt gerade auch den Stream. Der Bulle, Alter, der macht mich fertig. Das gucken wir uns nochmal an. Freunde, sorry, das muss ich mir nochmal reinziehen, bitte. Der Bulle ist wirklich ein Digga. Nee, gar nicht. Halt, wenn du dir auch Testo extern zufügst, brauchst du auch nicht die Übung, die so krassen Testo-Ausstoß geben wie Kreuzheben. Ist nee, ja, ich so. Mach schon sehr, ich mach Beinpresse extrem hart, ich mach Kniebeugen. Und am Ende noch einfach dies. Ist einfach so. Ist einfach so. Warte nochmal, ich gebe mir den nochmal, bitte. Ich auf dem unteren Rücken. Ja, aber für den unteren Rücken, also wir sagen ja auch die ganze. Erstmal, das Gespräch fängt unfassbar geil an. Er sagt, Flair sagt einfach, er braucht kein Fleisch am unteren Rücken, er braucht keinen unteren Rücken. Das ist schon mal richtig geil. Aber was danach kommt, hört es euch einfach mal selber nochmal an. Das ist unfassbar, Alter. Das ist gerade Unterhaltung auf allerhöchsten Niveau, Alter. Das ist wirklich brutal. Trotzdem gar nicht mehr, weil ich muss, also ich. Untere Rücken brauche ich nicht. Also unteren Rücken brauche ich einfach nicht. Das brauche ich nicht, brauche keinen. Braucht da kein Fleisch auf dem. Fleisch, unteren Rücken brauche ich nicht. Ist auch. Ist egal, wenn du Rücken. Du weißt, Rückenschmerzen, ne? Unteren Rücken immer stärken, ganz, ganz wichtig. Ja, aber für den unteren Rücken, also wir sagen ja auch die ganzen Bodybuilder, die müssen kein schweres Kreuzheben machen. Nee, gar nicht. Das ist was anderes. Die ganzen Bodybuilder sagen, schweres Kreuzheben ist gefährlich, weil das Verletzungsrisiko einfach zu hoch ist. Aber Kreuzheben ist eine brutale Übung. Aber ja, man braucht sie nicht unbedingt, klar, aber. Warte, jetzt kommt das Beste. Jetzt kommt das Beste. Die müssen halt, wenn du dir auch Testo extern zufügst, brauchst du okay. auch nicht die Übung, die so krassen Testo-Ausstoß geben wie Kreuzheben. Danke für den Follow, mein Lieber. Und ich glaube, ich setze den Stoff ab. Ich glaube, ich setze Testo ab und mache ab sofort jeden Tag 3 Sätze Kreuzheben, weil es schüttet ja extrem viel Testosteron aus, wenn ich Kreuzheben mache. Oder? Was sagt ihr? Können wir alle absetzen, Alter. Alle, die auf Stoff sind, ihr könnt absetzen. Es ist offiziell jetzt bestätigt. Kreuzheben schüttet extrem viel Testosteron aus. Genau wie 500 Milligramm. Und dann braucht man einfach nicht. Aber jetzt stellt euch vor, was passiert, Kurva? Was passiert, wenn du Kreuzheben machst jeden Tag, 3, 4 Sätze? Und Testosteron hinzufügst, dann bist du ja ultra am Stoffen, Alter. Dann hast du ja einen Testo-Wert over 9000, Alter. Typ ist die Härte. Ja, ich mach schon sehr hart. Ich mach Beinpresse extrem hart. Ich mach Kniebeugen extrem hart. Ich mach Hackenschmitz extrem hart. Aber Kreuzheben, ich hab mir da 3, 4 Mal so wehgetan. Dann habe ich irgendwann. Ja, es ist dann natürlich auch. Wenn das sechste Mal. Junge, jetzt stell mal vor, genau, du bist eine Frau und machst Kreuzheben. Wächst dir dann irgendwann ein Oberlippenbart und kriegst einen dicken Klitt und dicke, hier tiefe Stimme oder was? Ja, Pierre Dolle, Alter. Was ein Schwachsinn, Junge. Was ein Schwachsinn, Digga. Bett liegst, Alter. Du musst halt, ja. Er muss natürlich auch eine krasse Beweglichkeit, bestimmte Übungen, also Kniebeuge, um die überhaupt wettkampfkonform hinzubekommen, würde der 0815-Bürger würde das nicht hinbekommen. Also eine wettkampfkonforme Kniebeuge ist ja so, dass die Hüfte unterhalb der Kniegelenke ist. Hm. Und da haben die Leute die gar nicht die Beweglichkeit zu. Aber du machst natürlich auch eine Cheatcode für Leute ohne Bart.
Einfach Kreuzheben machen jeden Tag. Diese Mobilitätsübungen und so, damit es geiler Scheiß. Ich sag mal, was würdest du denken, so mit meinem Gewicht, so 75 Kilo Klasse? Was hebt man da ich so? Ich kenne mich da nur. Jetzt wird der Bulle auch noch so, was denkst du denn, was drücke ich denn? Kennt ihr so Leute, die wissen schon, die sind für ihr Gewicht stark und machen so einen auf so unterschwellig. Was denkst du denn, was drücke ich denn so? Was hebe ich denn so? Hoffentlich sagt Flair jetzt irgend so eine richtig schlechte Zahl, so richtig, richtig schlecht. Und dann guck mal, wie der sich dann profilieren wird. Guck mal, ich weiß es jetzt schon, obwohl ich das noch nie gesehen habe. Ich weiß es jetzt schon. Ja, also mein Max waren 240. Okay. Okay, krass. Okay, krass. Ich habe das noch nie, ich habe noch nie mein... Und da kommt er wieder aus der Mitte, er gibt ihm noch so einen Schulterklatsch. Noch nie in meinem Leben auf die Gewichte geguckt. Ich gucke in den Spiegel, ob das Sinn macht. Ja, ja, klar. Also das ist eine... Ja, ja, klar, sagt er jetzt noch. Profiliert sich gerade mit seinem Max-Rap und dann sagt er noch, ja, ja, klar. Natürlich, dann ist es beim Kraftsport ein bisschen anders. Also, da geht's ja, da geht es um was da du ziehst. Ich habe dann auch gesagt, ich würde auch... Wir haben eine neue Umfrage, Freunde. Wir haben eine neue Umfrage und zwar haltet ihr euch jetzt fern vom Kreuzheben? Von Frauen, die Kreuzheben machen? Ja, ist mir zu haarig. Scheiße, Digga, Alter. Also ich bin jetzt so immer Off-Season, sag ich mal, jetzt bei 78 Kilo so. Er war bei 75, aber in Off-Season ist er auf 78. Gut, aber du bist ein Held, ja, Birnolle, Alter. Ich will jetzt auch nicht so krass weit von meiner Gewichtsklasse weggehen, weil wenn ich sage, ich jetzt höhere Gewichtsklasse 83 Kilo. Hat der Bulle Instagram? Hat der Bulle Instagram? Bitte, hat der Bulle Instagram? Einmal rein in den Chat. Wir gucken uns den Bullen gleich mal an. Wir schreiben den, glaube ich, sogar. Oder wir laden den mal ein hier. Wir laden den ein. Wir laden den ein auf eine schöne... Auf eine schöne Session Kreuzheben, Alter. Wirklich Off-Season so 89, 90. Officer Danny, okay? Schickt mal bitte hier seinen Link rein von seinem Profil, wenn einer hat, wäre geil. Damit ich da irgendeine Chance hätte. Ich habe dann Jahre später irgendwie gemerkt, dass die Typen, die am meisten pumpen, die sind die als erstes. Digga, wenn deine Freundin dir gesagt hat, sie fängt mit Kreuzheben an, mach Schluss, lauf weg, Digga. Nicht, dass du morgens früh aufwachst, machst die Haare auf, hat die da so ein Haji-Bart, Alter. Das ist Verlieren beim Kampf. Wir haben, danke dir für dein Follow, mein Lieber, und wir haben jetzt erstmal hier seinen Instagram-Account bekommen. Was postet der denn jetzt hier so? Das gucken wir uns jetzt mal an. Officer Danny postet eine Thunfisch. Wer noch Sonnenblume braucht. Lustig. Lustig, Bruder. Yo, my man, pull like D. Was, Bruder? Was soll ich dazu sagen, Alter? Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es reicht. Es reicht mit dem Bullen, den gucken wir uns jetzt nicht mehr an. Wir skippen auch, glaube ich, direkt zum nächsten Video. Das war. Oder sollen wir uns den komplett reinziehen? Das Video geht noch 10 Minuten. Eigentlich müssten wir uns das noch reinziehen, ne? Weil da kommen, glaube ich, noch wirklich lustige Bro-Science-Gespräche zustande, oder? Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.